Die persönliche innere Gotteserfahrung ist das große Thema jeder Mystik. Die mittelalterliche Mystik erreichte im 14. Jahrhundert ihren Höhepunkt. Ihr bedeutendster Vertreter war Meister Eckhart. Seine Werke enthalten erbauende und eindringliche Predigten sowie die philosophische Spekulation scholastischer Tradition. Er verfasste seine Werke zu einem großen Teil in deutscher Sprache, was ein Novum in jener Zeit darstellte. Meister Eckhart wurde um 1260 im thüringischen Tambach geboren und wirkte in Paris, Straßburg und Köln. Als führendes Mitglied des Dominikanerordens war er aber nicht nur Universitätslehrer, sondern auch Seelsorger und Ordensvikar der Dominikanerinnen. 1326 eröffnete der Erzbischof von Köln gegen ihn ein Inquisitionsverfahren. Ungefähr 2 Jahre später starb Eckhart, wahrscheinlich in päpstlicher Haft in Avignon. Meister Eckharts Lehre vom göttlichen Ein, der Urbildlichkeit der Ideen und dem Aufstieg der Seele zu Gott war beeinflusst von Augustinus, Aristoteles, Albertus Magnus, Dionysus Areopagita und dem Neuplatonismus. Sie entstand aus der religiösen Erfahrung im Erlebnis der Erleuchtung und der Vereinigung mit dem Göttlichen. Voraussetzung für diese Vereinigung mit Gott ist das vollständige Loslassen des eigenen Willens, ein Vernichten der Individualität des Menschen, sodass Gott sich auf dem Grund der menschlichen Seele selbst gebären und in der Seele gegenwärtig werden kann. Wo der Mensch aus sich herausgeht, geht Gott in ihn ein. Der Mensch findet im Innersten seiner Seele den Grund, mit dem er an Gott teilhat und sich mit ihm vereint. Dieser Seelengrund ist ohne Namen und unsagbar, unaussprechlich wie Gott selbst. Eckhart spricht in einem anderen Bild auch vom ewigen Seelenfünklein, von der Spitze der Seele oder ihrer Burg, in der sich auch die göttliche Selbstgebärung vollzieht. Aus Gott empfängt die Kreatur ihr Sein, wie der Spiegel das Bild empfängt. Das ist die Eckhartsche Lehre, auf der unser Modell beruht. Die Spiegel sind in herzähnlicher Form zueinander gestellt. Wenn der Betrachter sein Auge ganz nah an die Öffnung an der vorderen Spitze bringt, wird unten auf dem Seelengrund das Fünklein der Gotteserkenntnis respektive das Auge sichtbar. Wenn sich die Seele nun öffnet und vom eigenen Willen ablässt, wird sie ganz von Gott erfüllt und mit ihm eins. Sichtbar wird die von innen nach außen gehende Vervielfältigung des Auges, des Seelenfunkens, bis alles erleuchtet und hell ist. In der Mitte bleibt das Auge im Dreieck stehen als das bekannte Gottessymbol. Gott wird neu geboren als Einheit, Gleichheit und Liebe, beziehungsweise als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Welt wird nach Eckhart immer wieder neu geschaffen. Für Gott gibt es keine Vergangenheit und Zukunft, sondern nur das ewige Jetzt. Diese Gottesgeburt geschieht durch Schenkung und Gnade. Sie macht aus den Menschen Söhne und Töchter Gottes. Einer der wichtigsten Nachfolger Meister Eckharts war der 1300 geborene Johann Tauler. Er schrieb über die Einswerdung: Was Gott von Natur ist, wird die Seele erst durch Gottes Gnaden. In der Vereinigung mit Gott wird sie göttlich. Könnte sich die Seele selbst erblicken, so sehe sie sich selbst als Gott. Dieses mystische Erlebnis ist eine Vorwegnahme der paradiesischen Erkenntnis.